Lügen statt Liebe, Manipulation statt Mitgefühl. Narzissten zählen zu den sogenannten antisozialen Persönlichkeiten. Diese Bezeichnung sagt im Grunde schon alles über sie, was wir wissen müssen. Entdeckst du einen solchen umtriebigen Menschen in deinem Umfeld, dann lauf weg, so schnell du kannst. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Nur die wenigsten Narzissten geben sich als solche zu erkennen. Sie treten vielmehr sehr charismatisch in Erscheinung, überschütten ihre Opfer mit Geschenken und Komplimenten und setzen alles daran, ihre makellose Fassade aufrechtzuerhalten. Wissen sie ihre Beute dann in Sicherheit und die Beziehung hat begonnen, läutet dieser Übergang meistens leider auch das Ende der guten Zeiten ein. Die Erkenntnis trifft Partnerinnen und Partner von Narzissten sehr langsam und sehr schleichend. Es dauert oft Jahre, bis diese bemerken, was in ihrer Partnerschaft eigentlich gespielt wird und dass nicht sie das Problem sind. Wir möchten dir daher in unserem heutigen Video 9 deutliche Anzeichen dafür vorstellen, dass in deiner besseren Hälfte ein Narzisst stecken könnte. Nummer 1. Zwischen Helden-Epos und Opferrolle. Ganz typisch für Narzissten, Frauen und Männer gleichermaßen, ist das Verfallen in Extreme, wenn sie sich im Kontext mit anderen Menschen betrachten. Sie sind nie gleichberechtigt oder auf Augenhöhe. Die meisten Narzissten fühlen sich überlegen und viel zu gut für diese schnöde Welt, die ihr Potenzial und ihre Strahlkraft einfach nicht zu würdigen weiß. Und dann gibt es noch die Lämmer, die täglich zur Schlachtbank getrieben werden. Sie sind die Opfer der Umstände, einer schlimmen Kindheit, von Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz. Ein Selbstbild, das zwischen diesen beiden Extremen angesiedelt ist, kennen Narzissten nicht. Nummer 2. Alle ihre bisherigen Wegbegleiter waren verrückt. Beim ersten Date mit einem Narzissten solltest du hellhörig werden, wenn über Ex-Partner ausschließlich abwertend gesprochen wird. Stehen dann auch noch ehemalige Vorgesetzte oder Mitarbeiter, Nachbarn oder Mitbewohner in einem exorbitant schlechten Licht da, gilt Alarmstufe Rot. Wer alle anderen für verrückt und unzurechnungsfähig hält, sollte nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner in dieser Gleichung suchen. Nummer 3. Geschenke, Charme und große Gesten. Einen Narzissten kennen und lieben zu lernen, ist eine großartige Sache. Du wirst dich fühlen wie im 7. Himmel oder so, als ob sämtliche Hollywood-Romanzen auf einmal für dich wahr werden würden. Man überschüttet dich mit Komplimenten und Aufmerksamkeit. Du wirst teure, sehr teure Geschenke bekommen und mit romantischen Überraschungen bombardiert werden. Diese Taktik heißt auch tatsächlich Lovebombing und stellt leider Phase 1 der narzisstischen Pirsch nach dem nächsten Opfer dar. Nummer 4. Familie und Freunde sind dünn gesät. Fragt man einen Narzissten nach seiner Familie, wird man häufig eine rührselige Story von Benachteiligung und Übervorteilung zu hören bekommen. Die meisten haben keinen Kontakt mehr zu Eltern und Geschwistern, weil sie, so die offizielle Version, von ihnen ausgebeutet, hintergangen und betrogen wurden. Dasselbe gilt für Freundinnen und Freunde. Menschen, die völlig isoliert von der Gesellschaft leben, sollten uns daher zu denken geben. Nummer 5. Im Gespräch hast du nichts zu melden. Ist die Honeymoon-Phase narzisstischer Liebeswerbung vorbei, folgt Phase 2. Sie wird als Phase der Entwertung bezeichnet und macht genau das mit ihren Opfern. Im Gespräch kommt es immer wieder zu unschönen Wortmeldungen des Narzissten, die wie blitzschnelle Giftpfeile eingestreut werden. Sekunden später geht es dann weiter im Text, als ob nichts gewesen wäre. Außerdem kommt es immer seltener vor, dass deine Meinung oder deine Argumente gehört werden. Gespräche, die früher als Dialog stattfanden, werden nun nur mehr von einer Person dominiert. Du wirst Schritt für Schritt mundtot gemacht. Nummer 6. Widerstand wird bestraft. Den meisten Menschen dämmert es zu Beginn einer Beziehung mit einem Narzissten, dass sein Verhalten nicht in Ordnung ist oder dem entspricht, was wir uns von einer Partnerin oder einem Partner erwarten würden.
Es ist nur logisch, dass wir widersprechen oder uns zur Wehr setzen, wenn unsere Wünsche zu kurz kommen oder wir zu etwas gezwungen werden, das wir nicht möchten. Ein Narzisst kennt auf Widerstand jedoch nur eine Antwort: eisiges Schweigen. Und das über Tage. Mit dieser Cold-Shoulder-Taktik bringt er sie spielend gleich zurück in die Rolle des Guten, denn wer schweigt, kann schließlich nichts Falsches, Beleidigendes oder Verwerfliches sagen. Die Opfer werden wahnsinnig bei dieser Funkstille und tun irgendwann fast alles, nur um wieder Gehör zu finden. Nummer 7. Jeder möchte so sein wie Sie. In der Welt eines Narzissten würden normale Menschen liebend gerne ein paar Tage Urlaub machen. Sie sehen sich selbst nämlich als eine Art moderne Sonnenkönige des Lebens, in der alle anderen nur Neid und Bewunderung für sie empfinden. Jeder Affront wird mit Eifersucht begründet. Jede Kritik an ihnen ist lediglich Ausdruck der Unterlegenheit ihrer Gegner, die insgeheim natürlich glühende Verehrer oder Bewunderer sind. Nummer 8. Deine Bedürfnisse und Gefühle spielen keine Rolle. Nach der Phase des Umwerbens legen Narzissten ziemlich schnell die Karten auf den Tisch. Gefühle kennen sie selbst nur vom Hörensagen und genauso verfahren sie mit jenen ihrer Partner. Auch deren Wünsche und Bedürfnisse sind kein Thema mehr. Nummer 9. Alle Wege führen an sein Ziel. Narzissten bringen ihre Opfer überall hin, wo sie sie haben möchten. Diese entschuldigen sich für die Vergehen ihrer Peiniger, nehmen alle Schuld auf sich und sind irgendwann nur mehr stumme Diener ihrer Herren. Narzissten isolieren ihre Opfer, indem sie Lügenmärchen über deren Familie und Freunde erzählen. Mit ihrem Verstand spielen sie wie auf einem unsichtbaren Instrument, dessen Melodie niemand außer ihnen kennt. Sie manipulieren alle und alles, um ihr Ziel zu erreichen. Unser heutiges Fazit: gefangen in einem Netz aus Lügen. Narzissten halten die Fäden ihrer Manipulationen sehr geschickt in Händen. Sie behalten stets den Überblick über all die Lügen und Märchen, die sie ihren Mitmenschen auftischen, und isolieren sie außerdem sukzessive von Familie und Freunden. So fällt es ihnen mit der Zeit immer schwerer, klar zu sehen und zu erkennen, dass ihr Alltagswahnsinn nichts mit Liebe zu tun hat. Wer immer öfter gegen eine unsichtbare Wand rennt, mit Schweigen gestraft oder vor anderen Menschen vorgeführt wird wie ein dummes Kind, sollte die Augen nicht länger verschließen. Die Liebe kann dir schon mal das Herz oder den Atem rauben, aber bitte nicht den Verstand. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Hier findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.